und zuletzt Skorpione. Singles, Leute, was kommt auf euch zu? Ja? Was sind hier die Botschaften? Was ist los bei Skorpione? So. Was ist bei dir los? Entscheide dich. Oh, Skorpion. Entscheide dich endlich, was du willst, damit es zu dir kommt, Skorpione. Ja? Genau. Du bist zwischen zwei Menschen gewesen früher. Ja, du warst zwischen zwei Menschen und du hast noch gewartet mit Entscheidung, aber du hast sie getroffen. Du wolltest Gerechtigkeit in der Liebe, Skorpion, finden. Du musst einen neuen Anfang mit jemandem. Ja? Ja. Und du hast Kommunikation mit jemandem, das ist die wahre Liebe. Ja? Das ist die Liebe deines Lebens. Das ist deine Lebensendpartner. Vergiss das nicht. Ja? Das ist wirklich hier Familie gründen, heiraten, alles. Die wahre Liebe, ja. Genau. Die wahre Liebe. Dein Seelenpartner. Ja. Aber was ich hier merke, du musst dich emotional von der Vergangenheit loslassen. Du hast noch viele Verletzungen von früher. Ja, das ist viel Verletzungen von früher, ja. Und das musst du wirklich abschalten, ja. Und konzentriere dich, kommt Gerechtigkeit in der Liebe für dich, ja, schicksalhafte Begegnung mit diesem lieben Seelenpartner, ja. Und das kommt gut, ja. Fass du zwischen den Stühlen, steht zwischen zwei Männern, siehst du? Du musst gar nicht mit dieser zusammensagen, emotional bist du dann noch verbunden. So entscheide dich für denjenigen, der neu in dein Leben getreten ist. Das ist dieser Neue. Und nicht für die Vergeben oder den Alten, den Ex. Solltest du derzeit niemanden kennengelernt haben, so möchte diese Karte den Hinweis geben, dass du dich von einer Person endlich loslösen und die Hoffnung auf eine Beziehung mit ihm aufgeben musst. Sprenge die Ketten der Vergangenheit. Siehst du? Sprenge die Kette der Vergangenheit. Wo bist du? Entschuldigung, ich habe mich... ja, ab, denn auf dich wartet ein jünger, sportlicher und attraktiver Mann. Willst du dir den wirklich durch die Lappen gehen lassen, nur wegen dem, der unerreichbar für dich ist? Skorpion, du musst dich entscheiden. Ja? Du hängst, ich sehe hier, du hängst immer noch beim Ex, ja, und diese Verletzung und alles. Alles, was geschieht, emotional bist du noch abhängig da. Damit du diese Seelenpartner in Zukunft nicht verpasst, diesen Neubeginn, Neuanfang mit jemandem. Ja? Obwohl du entscheidest hast, ja, zu gehen. Ja? Und es kann sein, schon in der Vergangenheit, dass du jemanden neu kennst. Und das ist die wahre Liebe. Du warst auch zwischen zwei Stühlen. Ja? Oder dein Ex-Partner war schon zwischen dir und jemand anderes. Ja? Vergeude deine Zeit nicht. Ja? Vergeude deine Zeit nicht. Ja? Was haben wir noch, Skorpione, für dich? Was ist noch da los? Oh, ja, diese Enttäuschung, ja, von der Vergangenheit schleppst du immer noch in Zukunft. Was geschehen ist, geschehen. Vergebungsenergie vergibt. Und vergiss diese unerwiderte Liebe da. Siehst du? Siehst du, Aki, wahre Liebe. Neue Liebe kommt. Neue Liebe. Skorpion. Neue Liebe. Aber du hängst immer noch da. Noch eine bitte. Ja. Hier merke ich romantische Gefühle mit diesem Neuen da. Wow, Anziehungskraft ist enorm.
Also, Skorpion, Rückzug. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen, damit du im Klaren bist. Damit du musst in dich hineingehen über die Situation. Sagen, hey, lass los, Punkt aus, Ultimatum, Schlussstrich, jetzt gibt's Neues. Lass die Vergangenheit auch emotional loslassen. Okay? Das war's. Das ist die Botschaft hier für dich, ja? Das war's, lass es. Dieses gebrochene Herz musst du heilen, damit dieser Seelenpartner, ja, rein mit dir ist, ja? Das blüht dann, wenn dein Herzchakra wieder geöffnet ist. Das ist hier die Botschaft, ja? Jetzt nehme ich noch eine Botschaft zuletzt hier für Skorpione. Was gibt es noch für Botschaften? Und dann ist die Singles-Legung schon vorbei. He? Alle 12 Sternzeichen habe ich jetzt gedreht. He? Eine letzte Botschaft für das Skorpion. Was ist das? Nummer 3. Wenn du diese Karte ziehst, kannst du aufhören, dir oder anderen etwas vorzumachen. Äußere deine Betroffenheit. Ja? Das ist eine Botschaft noch für den Skorpion in Sache Liebe. Ich wünsche euch alles Gute, meine Lieben. Bis bald, eure Kometa.